Hallo, mein Name ist Laura Moser. Und ich finde es deshalb so wichtig, ein inklusives Bildungssystem zu haben, weil Menschen mit Behinderungen und Menschen ohne Behinderungen sehr viel voneinander lernen können. Und es ist deshalb auch so wichtig, weil der Schulweg einfach darüber entscheidet, in welche Richtung sich das Berufsleben entwickelt. Berufsleben entwickelt und ich finde es wichtig, dass jedem Menschen die Möglichkeit gegeben wird, selbst darüber zu entscheiden und nicht Barrieren dafür anentscheiden, sondern eben die Person das selber machen kann. Meine Bildungsbrücke war insofern gegeben, dass meine Wunschregelschule so barrierefrei ausgestattet war, dass es mir möglich war, sie mit dem Rollstuhl zu besuchen und eben auch meine Aufnahmeprüfung zu absolvieren. Meine Bildungslücken waren insofern einfach nur vorhanden, dass viele Lehrpersonen und MitschülerInnen einfach Vorurteile gegenüber mir gehabt haben. Meine Schulzeit war dann dementsprechend sehr viel von Ausgrenzungserfahrungen und Diskriminierungserfahrungen geprägt. Meine Schulzeit ist insofern klar, einfach anders verlaufen, weil ich mir einfach sehr viel dafür rechtfertigen habe müssen, warum ich diesen Weg gewählt habe und nicht den Weg der Sonderschule. Und ja, Inklusion kann nur stattfinden, wenn Begegnung stattfinden kann. Und Begegnung kann nur stattfinden, wenn Barrieren abgebaut werden. Und ich finde es total wichtig, dass es mehr Menschen ermöglicht wird, mit Behinderungen Regelschulen oder allgemein das Bildungssystem in Anspruch zu nehmen, weil die Gesellschaft ist bunt, ist vielfältig und ja, das sollte auch gefeiert werden und man sollte nicht voneinander abgekapselt werden, sondern ja, ich finde das Gemeinschaftsgefühl einfach total schön und habe mich total gefreut, dass sie einen Teil meiner Lebensgeschichte oder einen Teil von meinem Bildungsweg mit euch teilen habt dürfen und wünsche euch noch ganz eine schöne Veranstaltung. Ja, schöne Veranstaltung noch.